Moin Mädels, moin Jungs, heute wird wieder im Gulaschtopf gerührt, meine Damen und Herren. Wir sind wieder für euch da, das Gulasch ist gewott. Und zwar besteht aus mir, ich bin Kato de Kalle Kuschinski, mit dabei auch wieder Hand of Blood. Jo, heute wird gerührt, Leute, im Gulasch. Außerdem mit dabei natürlich wieder Sterzig. Boah, das ist aber zähes Gulasch heute. Schönen guten Tag, Leute. Schön einen wegrühren. Und Papo, der rührt natürlich auch mit. Ja! Darf ich noch mal was machen? Gerne. Hallo! 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 Wir haben euer Feedback gehört. Wir haben das, es kam ja überragend an. Ja, die Ghostbuster-Folge vom letzten Mal. Ihr habt sie bestimmt gesehen. Gulaschbuster. Der gute Sterzig, der ist schon Level 19. Das bedeutet, der kann uns jetzt hier einen unnormalen, krassen Auftrag aussuchen und dann würde ich sagen, geht's ab ins Getümmel. Alter, voll in mein Gesicht. Kalle, guck mal runter. Also ich finde, so ein Gulaschbuster-Squad braucht einen Anführer. Und ich wähle Kalle. Jo, stellt euch mal hier auf den Teppich in einer Reihe auf. Ja, ihr müsst hier natürlich die richtige Stelle. Bleibt ihr jetzt stehen in einer Reihe und guckt nach vorne! Das hier, meine richtige Damen und Herren, wir sehen Präsentation. Ich würde gerne so mit der Hand zeigen können. Das hier ist unser Zeig Auftrag. Kopf. Wir müssen in die Schule. In die Schule. Ich hatte auch hier irgendwo einen Stift. Wo ist er denn hin? Ich muss mal eben gucken. Oh Gott. Kalle? So, Jungs. Jetzt sind wir hier im Traktor drinne. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Na gut, dann müssen wir uns wohl aufteilen. Aha, in der Schule. Also, dieser Geist könnte eventuell auf Temperaturschwankungen führen. Deswegen würde ich sagen, Papo, nimmst du mal hier so ein Messgerät? Das gelbe bitte. Genau. Hab ich. So. Sterzig, hast du noch einen Slot frei? Ja, ich habe bis jetzt nur einen Taschenlampe. Dann nimm doch hier so eine Geisterbox. Kalle braucht über den Kruzifix, weil der wird wieder heimgesucht, weil er Aufnahme macht. So, und ich nehme noch einen Fotoapparat. Und damit bin ich bestückt. Ich möchte noch kurz anmerken, dass unsere Sonderaufgaben sind, den Geist daran hindern, uns heimzusuchen mit einem Kruzifix. Und wir fotografieren sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. Christo, nimm du mal ein Geisterbuch, du Affe. Nö. Sind wir hier im Kindergarten? Wie redet ihr eigentlich? Alter, das sieht krass aus. Ohne Scheiß. Das ist eine Kamera. James Brownstone High School. Jo, Kuschinski. Kuschinski. Peter Shaw. Hier ist anscheinend schon jemand drin. Echt? Ja, ja, wir müssen, glaube ich, echt aufpassen. Ja, das war ich. Alter. Entschuldigung. Alter, die Palme. Guck mal an die Wand. Oh. Jo. Der Schatten, ey. Oh, Alter. Alter, was ist das für ein Raum? Oh. Ich habe keinen Ausschlag mit EMF. Okay, genau, das ist ja gut, auch mal nach Fingerabdrücken gucken und so. Also ihr nehmt dann gerne immer, wenn wir so in den Raum reingehen, eure Gadgets in die Hand. Jo, ich habe meins die ganze Zeit in der Hand. Ich guck, wie viel Grad es ist. Was ich geh mal hier rechts rein. Was ist das? Unser Kalle. Ich habe gar keinen Bock, wenn hier gleich ein Geist kommt. Ich habe das die ganze Zeit eigentlich in der Hand. Alter, das ist also ohne Scheiß richtig creepy hier. Wo ist Papo? Papo? Ich bin hier. Bruder. Alter. Das ist so richtig typisch Horrorfilm, ey. Einer ist auf einmal weg und kommt nicht wieder. Hier ist eine. Ach, das ist Chemieunterricht, ne? Ah, ja, ja. Wow, sowas hatten wir in der Waldorfschule nicht. Echt nicht? Opfer. Nein. Wir hatten da nur normale Tische. Alter, bei uns hat einmal der Lehrer richtig eine Magnesium-Explosion gemacht. Da mussten wir die Feuerwehr rufen. Das war nice. Okay, Leute. Oh, hier ist die Weltkarte. Ich höre hier irgendwas. Also ich habe vorhin noch eine Treppe gesehen. Ist der Wasser. Ich mach mal das Waschbecken voll. Dann fotografier das, fotografier das. Warte, ich fotografiere es. Nee. Das ist kein dreckiges Wasser. Okay, hier ist nur eine Toilette. Alter, das ist halt schon ein ganz anderer Schnack als letztes Mal. Ja, ja. Vom Schuh ist so das Standardding, wo man halt nicht sein will nachts. Leute, habt ihr genauso. Alter! Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Lol, es geht hoch, Leute. Wollen wir uns aufteilen? Zwei uns auf? Ja. Okay, Max, wollen wir hoch? Aber muss Kalle. Okay. Kalle und ich gehen hoch. Okay. Check, check, funktioniert die Ausrüstung? Check, over. Walkie-talkie funktioniert, ja. Ich habe noch einen Braten im Ofen, over.
Hier oben ist so ein Wasserhahn, Kalle. Okay, bitte nicht so Kalle, viel funken. Hier oben läuft ein Wasserhahn, das ist richtig unheimlich. Das könnte dann das dreckige Wasser sein. Hast du EMF-Ausschlag? Hier ist Ausschlag. Ich hab hier was. Hier ist dreckiges Wasser, kommt hoch. Hier ist der Geisterraum. Ja, kommt hier hoch. Okay, dann kommen wir direkt vorne. Ich mach Foto. 13 Grad. Komm mal hier rein mit dem Thermometer. Minus 9 Grad. Wir haben Gefriertemperaturen. Oh, okay, dann merken wir uns den Raum geht. Sollen wir jetzt raus und das Equipment holen, Kuschinski? Oh, Licht flackert. Wir sollten raus. Ah! Oh! Licht! Ah! Da war sie! Raus! Alle raus! Hol das Kruzifix raus! Nein, Max! Max ist tot! Weg! Verstecken! Versteckt euch! Max! Leute! Stetig, wo bist du? Wo bist du, Stetig? In der Toilette, in dem Raum. Raus! Versuch rauszukommen! Ich hol dich, Stetig. Komm raus, ich hol dich ab. Ich hab das Kruzifix. Schreib ins Buch! Ich hol dich. Raus, kommt, bitte. Sie haben Max getötet. Was? Max ist tot. Können wir die Kamera mitnehmen? Ja, ich hab sie. Okay. Ich bin ehrlich, ich hab das eben noch gar nicht an Geister geglaubt. Ja, ich hab sie gesehen. Ich hab Patricia gesehen. Haben wir es jetzt? Was haben wir? Ganz kurz, was haben wir jetzt? Ich meine, wir haben die Temperatur. Wir haben den EMF-Dings. Temperatur. Er hat gesagt, es hat übelst ausgeschlagen. Nein, Stufe 2. Ja, stimmt. Okay, dann haben wir EMF. Nein! EMF und Temperatur. Nein, es war Stufe 2. Also wir haben jetzt Gefriertemperaturen, aber war es EMF 5? Ich weiß das nicht, das hat er nicht gesagt. Okay, wir haben, glaube ich, noch einen EMF-Reader hier drin. Hat sie ins Buch geschrieben? Das war noch leer, als ich es gesehen habe. Ich könnte aber auch noch die Geisterbox ausprobieren. Alter, wir sind alle im Arsch. Guckt euch das an, hier, die sendet hier. Alter. Wir haben doch schon was rausgefunden. Wir haben schon rausgefunden, dass es auf jeden Fall die Gefriertemperatur sein muss, ja? Minus 9 hast du gesagt. Positiv. Es kommen zwei Sachen in Frage. Wenn wir EMF 5 hatten, ist es entweder ein Banshee oder es ist ein Phantom. Können wir uns mal eben von Max verabschieden? Ja. Nimmt die Hände zusammen. Ich würde jetzt für uns sprechen. Lieber Max, schade, dass du tot bist. Gulasch essen mit dir war immer unnormal Ehre. deine letzten Worte waren, sie hat mich und wir versuchen, deinen Hinweis natürlich zu nutzen. Und Ahmed Hamdullah. Ehre. Und wir werden versuchen herauszufinden, was mein Geist ist für ihn. Weil Ahmed Hamdullah. Ja, stimmt. Okay. Also, Kalle. Ja. Nehmen wir jetzt nochmal diesen EMF-5-Reader mit und gucken, ob es EMF-5 war. Jo, ich hab den mal eingepackt. Chrisso, du nimmst die Kamera mit und dann checken wir diese ganzen Sachen. Ich habe noch die UV-Lampe dabei und die Geisterbox. Also wir können alles gerade checken. Die Frage ist jetzt, der ist oben in dem Badezimmer, ne? Naja, also Max ist ja auf dem Flur gestorben. Ich weiß nicht, ob der zurückgegangen ist. Ja, aber ist das Vieh nicht, der Geist nicht im Flur gespawnt? Wir sind rausgerannt, als Max gebrüllt hat, ich höre Steps. Und ich habe die in dem Moment auch gehört. Und dann ist sie auch schon erschienen. Und dann hat er sie gesehen. Und also Max und ich haben sie, glaube ich, permanent gleichzeitig gesehen. Da wollte Max rausrennen. Und dann hat sie Max richtig weggemacht. Das stimmt. Lass mich auch einfach liegen, die Schweine. Ey, schleif mich doch wenigstens in den Laster, ey. Es ist nämlich nur 2. Okay, aber behalt's im Auge. Weil gerade ist da vielleicht auch einfach keine Geisteraktivität. Was ist mit dem Buch? Ist da drin geschrieben? Nee, okay. Klar, nutzen wir den EMF-Reader. Ist auch alles voll. Hier. Ja, gucken, ob das nicht hier vielleicht der 5er Ausschlag ist. Mach mal zu. Ah, ich höre was. Okay, mach zu. Patricia, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Patricia Wallace. Oder Williams oder so. Gib uns ein Zeichen. 9 weiter? Nee, geh nochmal mit dem EMF-Reader rein und guck nach, ob da 5er Ausschlag ist. Ja, 5er Ausschlag. 5er Ausschlag bei den Klos. Okay. Oh, sehr schön. Okay, dann nehme ich die Kamera, stell die innen auf, dann können wir nochmal rausgehen und gucken, ob wir Geister-Orbs finden. Ja, dann wird es Geister-Orbs sein, oder? Wollen wir zurückgehen und nachschauen? Ja, ich würde zurückgehen. Steht die Kamera denn gut so? Oder meint ihr, ich muss die anders hinstellen? Ja, es ist ja hinten. Oh, das okay, ist sie ist da, sie ist da. Wo? Sie ist da. Leute, kommt zurück, bitte. Raus aus dem Haus. Alter.
Nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Oh mein Gott, die will Kalle. Kalle, lauf einfach! Wir müssen hier raus. Wo bist du? Okay. Ich habe keine Fingerabdrücke gefunden. Es muss die Geisterkugel sein. Wir hauen jetzt einfach rein. Yo, Menschen aus dem Jenseits. Versuchen wir jetzt nochmal reinzugehen oder lassen wir es? Geht nochmal ins Haus und versucht die Kamera umzustellen. Hast du das gehört, Papo? Wal Ahmed Hamanala. Sie sprechen mit uns. Sei vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Oh Gott, Kalle. Check die Kameras. Oh, das Licht. The power of Christ compels you. Geheiligt werde dein Name. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und vergib uns das Schuldigen. Wir vergeben uns das Schuldigen. Oh mein Gott. Und führe uns nicht in Versuchung. Oh Gott, ich muss hier raus. Du